Wenn jemand nicht aus Wasser und aus Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen, so kann er das Reich Gottes nicht betreten. Was bedeutet das, diese Aussage von Jesus Christus? Was bedeutet eigentlich diese Neugeburt? Und was bedeutet dieses Wasser? Geht es da etwa um die Taufe? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Die geistliche Neugeburt ist Voraussetzung, um Gemeinschaft zu haben mit Gott, um in das Reich Gottes einzugehen. Was bedeutet eigentlich diese Neugeburt? Nun, der Mensch bekommt immer Leben durch Geburt. Durch die natürliche Geburt bekommt er biologisches, physisches Leben und durch die geistliche Neugeburt bekommt er göttliches, ewiges Leben. Die Neugeburt ist das Ereignis, bei dem der sündige, abgefallene Mensch neues, göttliches, ewiges Leben von Gott empfängt. Warum ist das notwendig? Nun, der Mensch ist durch seine sündige Natur getrennt von Gott. Er ist geistlich tot. Und deshalb braucht er Leben. Und zwar Leben von Gott. Leben aus Gott. Göttliches, ewiges Leben, genannt Zoe. Und dies empfängt er, wenn er an Jesus Christus glaubt. Und dieses Ereignis, wenn der Mensch sich zu Jesus Christus bekehrt und dann dieses neue göttliche ewige Leben empfängt, dieses Ereignis ist eine geistliche Neugeburt. Durch diese geistliche Neugeburt wird der Mensch ein neues Geschöpf, ein Neugeschöpf, ein Kind Gottes. Und diese geistliche Neugeburt geschieht aus Wasser und aus Geist. Was bedeutet nun aus Wasser? Nun, Wasser hat ja definitiv nichts mit der Taufe zu tun. Die Taufe hat keinen Anteil an der Neugeburt eines Menschen. Die Taufe ist nicht heilsrelevant. Wenn sie das wäre, dann könnte der Verbrecher am Kreuz nicht in das Paradies eingehen. Er war garantiert nicht getauft. Und umgekehrt, wenn alle Menschen, die zwar getauft sind, aber nicht glauben, ins Paradies, in das Reich Gottes eingehen könnten, dann wäre das genauso unbiblisch, denn allein der Glaube an Christus ist heilsrelevant. Schau dir dazu unbedingt das Video an, das ich in der Beschreibung verlinkt habe. Nun, was bedeutet nun Wasser? Wasser ist ein Sinnbild und hat in der Bibel mehrere Bedeutungen. Hier bedeutet es, wie so oft, das Wort Gottes. Wasser kann auch Tod bedeuten oder Völkermassen oder auch den Geist, der wird aber explizit unterschieden. Also es bedeutet hier, wie an vielen anderen Stellen, das Wort Gottes. Und so wie Wasser lebensspendend und reinigend ist, so ist auch das Wort Gottes lebensspendend und reinigend und ist notwendig bei der Neugeburt eines Menschen. Warum? Nun erstens, vom Grundprinzip her ruft Gott eine Schöpfung immer durch sein Wort ins Leben. Das bezieht sich auf das physikalische Schöpfung, auf das Universum. Diese wurde durch das Wort Gottes erschaffen, aber auch auf die Neuschöpfung eines Menschen durch eine geistliche Neugeburt. Auch diese geschieht durch das Wort Gottes. Zweitens, Gott teilt den Menschen die Botschaft, das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus mit durch Worte. Das heißt, allein durch Worte können die Menschen überhaupt von Jesus Christus und seinem Evangelium erfahren. Es dient also der Mitteilung der guten Botschaft an die Menschen, sodass sie das hören können und lesen können. Und drittens, der Mensch ist Tod, er hat in sich kein Leben. Es muss also von außen das Wort Gottes in den Mensch, in das Herz, in sein Gewissen eindringen, um so überführt zu werden, dass der Mensch überführt wird durch das Wort Gottes, sodass er den verlorenen Zustand überhaupt erkennen kann. Dafür ist das Wort Gottes notwendig. Und viertens, das Wort Gottes wird dadurch zur Grundlage des Glaubens. Der Mensch kann nun sein Vertrauen auf das Wort Gottes, auf das Evangelium von Jesus Christus setzen. Dieses Evangelium von Jesus Christus geht an den Mensch auch sprachlich in eine Anrede und Zusage und Freispruch von Schuld. Und dann setzt der Mensch sein Vertrauen auf das Wort Gottes. Deshalb ist das Wort Gottes lebensspendend und reinigend. Es ist entscheidend bei der geistlichen Neugeburt eines Menschen. Zweitens, aus Geist, von neuem geboren, aus Geist. Hier geht es um den Geist Gottes. Das heißt, wenn ein Mensch das Wort Gottes hört und sein Vertrauen darauf setzt und damit Jesus Christus im Glauben annimmt, dann ist das kein psychologischer
oder intellektueller Prozess, sondern hier ist eine Kraft Gottes notwendig, dass das Wort Gottes die Kraft im Menschen entfaltet. Und diese Kraft Gottes ist der Geist Gottes. Er trägt das Wort in das Herz und Gewissen des Menschen, dass der Mensch überhaupt erweckt wird, überführt werden kann, benötigt es den Geist Gottes, der dort im Mensch das Wort Gottes hineinträgt und dort die Wirkung entfalten kann. Das ist hier die Bedeutung von aus Geist und aus Wasser. Es ist das Wort Gottes und der Geist Gottes. Beide sind wichtig und notwendig bei einer geistlichen Neugeburt eines Menschen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, diesen Vers besser zu verstehen. Falls du aber noch Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreibe diese gerne in die Kommentare. Wenn du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses interessante Video an.